Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, da verlässt gerade ein Zug unseren großen Bahnhof hier in Lüdersburg. Müsste das sein? Lüdersburg, genau. Ja, ein bisschen wenig. Hier vorne fehlt auch noch was. Da müssen noch weitere Gleise hinzukommen. Kommen natürlich auch. Wir bauen ja eine Strecke hier rauf nach Ehrenberg. Da haben wir schon mal angefangen in der letzten Folge, beziehungsweise wir haben einfach die Brücke hier schon mal zweigleisig gemacht. Wie wir das genau machen, das gucken wir uns nachher schnell an. Jetzt gibt es aber noch Kommentare zur Autobahn, nämlich die Autobahn beim Güterbahnhof in Köln ist noch nicht fertig. Okay, danke schön. Und die Autobahn fehlt in Birkenhügel und in Wien. In Wien fehlt echt die Autobahn, ich kann es gar nicht glauben, aber ich glaube euch das natürlich sofort. Nur, ja, merkwürdig. Nee, das ist ein Gleis, das ist keine Autobahn. Ja, das werden wir natürlich noch vervollständigen. Danke für diese Hinweise. Ich habe ja, glaube ich, noch gesagt, falls euch noch irgendwo eine Strecke einfällt, beziehungsweise irgendeine Stadt, die keinen Anschluss hat, bitte melden. Danke, dass ihr das gemacht habt. Okay, jetzt ab nach Ehrenberg mit einem Güterzug. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich habe gesagt, am liebsten wäre mir, wir würden eine autonome Strecke machen. Wir könnten ja natürlich einerseits hier lang und dann zum Beispiel hier raus und darauf. Da hätten wir schon mal die Höhe. Das wäre zum Beispiel nicht mal so eine verkehrte Idee eigentlich. Weil ich möchte dem Gleis hier nicht folgen. Da haben wir schon zwei Linien. Beziehungsweise, Moment, jetzt bin ich ganz falsch. Nee, dem Gleis hier wollte ich nicht folgen. Genau, hier, wo wir es zwei Gleise gemacht haben, wäre dann aber sowieso dieses Gleis. Also das war gar nicht so falsch. Aber eben, da sind schon zwei Linien unterwegs. Und hier oben der ICE. Das heißt, wir werden sicherlich nicht diese Gleise kreuzen, sondern wir müssen das irgendwie anders lösen. Und das können wir folgendermaßen machen. Wenn wir hier unten durchgehen und dann hier andocken und dann hier oben im Prinzip wieder rausgehen, dann könnte man nämlich hier mit einer Brücke noch ein bisschen über Städtchen rüber und hätten einfach den Vorteil, dass wir die Höhe schon haben von dem Bahnhof. Wir müssen aber hier dann wieder unten durch, sonst kommen wir da nicht ins Gleis rein. Na, das kann ja interessant werden. Hier haben wir ja schon geguckt, hier wollen wir nichts machen, sonst müssen wir die Häuser abreißen. Das wäre eigentlich relativ schade, das möchte ich tatsächlich nicht unbedingt tun. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir irgendwie hier rüberkommen. Und dann können wir ja immer noch weiter schauen. Wir machen mal ein normales Gleis, das ist keine lange Strecke. Da wird irgendeine Rangierlok oder jemand ähnlicher Gattung zu Werke gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier raus. Macht das Sinn? Nee, wenn dann hier hinten. Aber wenn wir sowieso gleich wieder so rübergehen, nee, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Wir machen hier mal diesen hier. So, und dann gucken wir, was wir mit den Gleisen machen. Jetzt so eine Kurve. Und dann müssen wir eigentlich schon ein bisschen Höhe haben, damit wir da rein. Ja, das ist noch ein Problem. Hier rüberkommen. Schön mit den Zügen. Hier rüberkommen über die Gleise und dann hier unten durch. Ob das reicht? Oder eben hier oben? Da hätten wir Platz. Aber kommen wir hier rüber mit einer Brücke, müsste das doch gehen. Dann wäre aber die Ausrichtung eigentlich falsch. Dann machen wir das Ganze so, dass wir so hier unten durchgehen. Und jetzt testen wir das Ganze einfach mal. Wenn wir irgendwie so hier rüber gehen, dann haben wir eine Kreuzung. Das ist soweit klar. Wenn wir hier die Höhe verstellen, dann müssen wir doch hier auf eine Brücke kommen. Und das müsste eigentlich von der Höhe her reichen, dass wir da durchkommen. Ich teste das mal. Ich kauf's. Reiße es zur Not wieder ab. Die Brücke haben wir. Nee, nee, das passt sogar perfekt. Jetzt möchte ich aber nicht eine Schnellzugbrücke, sondern gerne eine Güterzugbrücke. Mit den 120. Wir können aber wieder eine andere nehmen. Zum Beispiel die rote. Die haben wir schon relativ lange nicht mehr. Wobei, mir gefällt halt die am besten. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, ja. Lasst uns mal die silbrige nehmen. Die haben wir tatsächlich schon lange nicht mehr genommen. Jetzt könnten wir hier aber schon zu einer Kurve ansetzen. Okay. Mit, sagen wir mal, 70 km/h. Wie gesagt, wir müssen da nicht allzu schnell sein. Machen die Kurve nachher hinten. Gucken mal wegen Aufschütten. Ja, das würde gehen. Die Frage ist, sieht das gut aus? Wie sieht es aus mit einem Damm? Die Gretchenfrage schlechthin jeweils. Ja, da ist halt auch gerade ein Damm. Also so verkehrt wäre das nicht. Das sieht irgendwie interessant aus. Wisst ihr was, das baue ich, weil es einfach wirklich interessant aussieht. Also Damm. Jetzt habe ich ihn sogar auf Anhieb gefunden. Wenn ich mich nicht frage, wo er ist, dann finde ich den sofort. Da, da ist er doch. Ja, machen wir mal. Bisschen hier rauf noch. Arg, ich wollte das eigentlich jetzt nicht nochmal hier einstellen müssen, beziehungsweise, ja, suchen. Hätte ich mal nichts gesagt, von wegen, dass ich das Teil dann relativ schnell finde. Na, wo bist du? Jetzt ist der Damm weg. Nein, irgendwo war er doch. Da, jetzt habe ich ihn. Zack, wenn er noch anspringt.
Okay, wir bauen es mal. Abreißen können wir jederzeit wieder, das wissen wir. Und dass wir jetzt hier so irgendwie da rangehen. Aha, dann wären wir aber weiter unten. Aber das sieht natürlich auch interessant aus. Nur, hier rüber, das müssen wir natürlich wieder mit einer Brücke. Und das machen wir wieder mit dieser silbrigen. Dann schlängeln wir uns hier so hoch. Okay, können wir, glaube ich, sogar mal kaufen. Ja, noch ein bisschen näher ran. Machen wir mal so. Ja, noch ein bisschen zurück. So, gut. Ich glaube, das gibt eine interessante Strecke. So, wenn wir jetzt hier andocken oder andocken würden, dann hätten wir die Brücke. Ich möchte jetzt aber natürlich wieder den Damm haben. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn wir da weiter unten sind. Das hat doch was. Das hatten wir so noch nie, dass ein Damm im Prinzip dem Damm folgt, aber eine Stufe darunter ist von der Höhe her. Das mache ich mal. So, jetzt werden wir sowieso im Laufe der Zeit die Höhe gewinnen und dann hier andocken. Ist das soweit richtig? Ja, und das sieht dann so aus. Gefällt mir ausgezeichnet. Da muss ich gar nicht überlegen. Das kaufen wir so. Während da der Stadler Kiss durchdüst. Ne, Blödsinn, das ist der Hybrid, der hier lang düst. Ist auch klar, ist ja die C-Hybrid-Strecke. Jetzt irgendwie hier eine Kurve rüber. Das möchte ich aber nicht mit Damm, nicht im Bereich der Stadt. Sondern das machen wir mit entweder dieser massiven Brücke. Das ist eher unsere Bergbrücke, ich weiß. Die haben wir zur Bergbrücke erklärt. Aber die ist natürlich schon auch relativ fett. Ich würde die sogar nehmen. Oder wir schauen mal ganz schnell eben Damm. Nein, aber aufschütten, das ist wahrscheinlich zu hoch. Ja, das habe ich fast vermutet. Okay, wir nehmen die. Sind wir hier schon richtig oder sollen wir vielleicht doch noch ein bisschen wenigstens hier rüber und dann eine schärfere Kurve machen, damit wir hier tatsächlich über die Stadt rüberkommen. Ich denke, das ist cooler. Das würde ich jetzt sicher nicht so bauen, wenn wir wirtschaftlich spielen. Weil das einfach ein weiterer Weg ist, der nicht sein muss. Aber jetzt hier für den Schönbau gerne. So, vielleicht muss ich nochmal sagen, eben Schönbau ist für mich nicht, dass ich wahnsinnig schön baue, sondern eben einfach, dass wir keinen wirtschaftlichen Zwang haben. Gut, das machen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Kommen wir hier rüber? Brückenpfeiler, Brückenpfeiler, Brückenpfeiler. Arg. Eigentlich müsste es gehen, aber da müssen halt eben die Brückenpfeiler natürlich anders angeordnet sein. So geht's. So macht er weniger Pfeiler. Guck mal, Moment, wo war die Stelle? Wenn wir hier so einen Bogen machen, so. Aber das ist natürlich auch irgendwie eher sinnfrei. Ich kann ja mal ein bisschen runtergehen. Ja, aber hat schon was. Es ist mir fast ein bisschen zu hoch. Wisst ihr was, wenn wir das machen, dann müssen wir hier tatsächlich ein bisschen weiter runterkommen, würde ich behaupten. Ah, das kommen wir so nicht. Okay, ich versuche es mal in einem Atemzug. Da würde ein Gebäude wegfallen. Da wären wir aber wirklich schön über der Straße, wenn auch mit fürchterlichem Gefälle. Und so sind wir halt wieder fast zu hoch für meinen Geschmack. Aber wir kommen hier nicht weiter runter. Das wird nicht funktionieren. Und die Höhe wäre nicht schlecht für den Güterbahnhof da hinten. Ja, es ist halt... Sollen wir nochmal runter? Wir gehen mal nochmal runter. Wie sieht das aus? Da sieht man die Brücke halt viel besser. Wenn wir hier dieses Gefälle haben, kommen wir da wieder rauf. Wir müssen noch hier unten durch. Ach du grüne Neune. Ich baue es mal. Das eine Gebäude dort, das können wir verschmerzen. Jetzt aber vielleicht hier mal testen. Das könnte man aufschütten. Das würde die Stadt ein bisschen, ja, ein bisschen auseinandernehmen. Wäre aber gar nicht schlecht, finde ich, von der Optik her. Wenn hier so ein Hügel ist, das macht die Stadt eigentlich fast ein bisschen gemütlicher als vorher. Statt einfach nur dieses grüne, flache Ding hier. Wir machen das mal. So, jetzt haben wir dann aber wirklich viele Elemente drin. Wenn wir es so machen, dann kommen wir da nicht rein. Hier vorne fängt der Bahnhof an. Das wird nicht klappen. Wenn wir es so machen, dann müssen wir, im Prinzip müssen wir hier nochmal unten durch und dann da rauf. Das würde klappen. Das wird aber vom Weg her, den wir haben, nicht klappen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich sowas wie ein bisschen Schwung holen. Dass wir hier rüber gehen. In der Stadt drin. Und da müssen wir nochmal runter. In der Stadt drin hätte ich gerne die Brücke, würde ich mal sagen. Und wenn es irgendwie geht, nehme ich noch einen Pfeiler mit dazu. Dankeschön. Weiter runter geht nicht. Das ist dann die Frage, ob wir da überhaupt rüber, also unten durchkommen. Raus mal. Doch, unten durchkommen wir. Okay, und jetzt hier, ja, müssen wir halt wieder unten durch, weil wir können nicht hier unten durch und hier oben drüber. Das wird kaum funktionieren. Und nur nochmal eine Kurve machen. Damit wir hier wirklich den Schwung kriegen, um da die Höhe dann wieder zu haben. Oh, das wird schwierig. Und es ist natürlich ein Gebastel, aber ich bastle nun mal gern.
Haben wir da eine Kreuzung? Arg, das gibt tatsächlich eine Kreuzung. Und das werden wir nicht anders lösen können. Wir kommen hier nicht unten durch. Höchstens, wir werden hier noch weiter runtergehen. Das muss ich mal testen, ob das überhaupt klappt. Also da sind wir schon mal auf maximalem Gefälle. Aber wir könnten natürlich ein bisschen weiter in die Richtung gehen, damit wir mehr Weg haben und dann doch gucken, ob wir vielleicht doch oben rüberkommen. Wenn ich hier ein bisschen höher mache. Jetzt haben wir die Kreuzung. Jetzt werden wir noch darunter. Ja, das wird aber eher eng. Naja gut, eng. Ja, das können wir nicht ändern. Jetzt hier. Höhe gewinnen. Dass wir hier wieder rüberkommen. Hier unten geht's. Ja, schaut euch das mal an. Das funktioniert tatsächlich. Nochmal runter, dann ist das Gleis im Weg. Ist natürlich eine wagemutige Konstruktion. Und sie ist natürlich dahingehend, wie soll ich sagen, im Endeffekt wollen wir von hier unten nach Ehrenberg hier in diesen Güterbahnhof rein. Also ob das jetzt sehr sinnig ist, nein. Es ist alles andere als sinnig. Aber mir gefällt's, weil es relativ speziell ist. Oder wenn wir hier vielleicht sogar in das Gleis reingehen, dann müssten wir irgendwie drehen. Oder wir machen... Ja, jetzt muss ich gucken. Was ist das für ein Gleis? Lass mich das mal schnell kappen. Was ist hier für ein Zug unterwegs? Das muss ja eigentlich ein Güterzug sein. Was anderes kann es gar nicht sein. Das blaue Teil hier unten, die sind wieder alle blau, die Linien. Universallinie sogar. Okay. Also Güterzüge, da könnte man eigentlich schon mal kurz ins Gleis rein. Oder wir gehen hier so rüber und kreuzen und gehen hier rein und machen hier einen Bogen. Weil wir müssen natürlich wenden. Das ist das Problem. Was für ein Streckenbau. Kommen wir hier überhaupt rein? Na? Nee, das klappt so nicht. Können wir andocken? Das würde klappen. Bringt uns aber dahingehend eigentlich nichts, weil wir... Ja, wir müssen da halt drehen. Wäre es einfacher, wenn wir wirklich hier oben rüber gehen? Das ist dann die Frage. Meine Grundidee war jetzt, in dieses Gleis reinzugehen und dann hier so eine Schlaufe zu machen, um wieder zurückzukommen, damit man eben in die richtige Richtung fährt. Weil jetzt geht es natürlich in die falsche Richtung. Wenn wir hier gucken, ob wir hier reinkommen, das wäre auch eine Lösung. Das würde vielleicht auch funktionieren. Aber dann haben wir das Problem, dass wir die Höhe da nicht haben. Das könnte ich auch mal gucken, weil es ist mir, ich finde das zwar cool hier mit oben rüber gehen, aber das Ganze ist dann doch fast irgendwie zu krass und zu unsinnig. Wenn wir es so machen, jetzt die Höhe aber ändern. Ja, zum Beispiel so. Ich weiß, dass da die Oberleitungen ein bisschen in der Brücke drin sind. Na? Oh, lalala. Oh, da war eine Stelle. Das würde tatsächlich klappen. Das ist ja unglaublich. Okay, aber dann würde ich hier tatsächlich nochmal zu der Brücke greifen, weil ihr seht hier, das ist die andere. Aber Moment, jetzt kappe ich das nochmal, weil das sieht dann sonst relativ komisch aus. Ich hoffe mal, ich kriege das nochmal so hin. So, das war die Brücke hier. Wo sind wir unten durchgegangen? Hier haben wir auch zwei verschiedene Brücken. Wenn man das genau betrachtet, das ist auch nicht die gleiche Brücke. Ja, dann hätte man es auch stehen lassen können. Aber auf der anderen Seite, ich möchte natürlich schon, wenn es irgendwie geht, einheitliche Brücken haben. So, diesen hier. Dann haben wir gesagt, höher. Ja, da sind wir schon wieder ein bisschen drin. Mal gucken, ob das auch noch klappt. Dann würde ich jetzt mitnehmen, hier rein. Das klappt tatsächlich auch. Ist ja sensationell. Nee, Blödsinn. Da sind wir nicht im Gleis drin. Da haben wir zu wenig. Ja, das geht überhaupt nicht. Da stimmt die Höhe nicht, da stimmt der Winkel nicht. Ja, hätte ich es mal... Oh, schön hier. Hätte ich es mal doch so genommen, wie wir es hatten, wenn es schon funktioniert. Aber eben, ich wollte hier die gleiche Brücke haben. Zack, die hier. Nochmal höher, nochmal höher, nochmal höher. Jetzt ein bisschen zurück. Höher können wir nicht mehr. Jetzt ist die Frage, ob das vom Winkel her passt. Müsste eigentlich. Da vorne irgendwo war die Stelle, wo es beim... Ja, aber genau, wo es bei der anderen Brücke gepasst hat. So, und jetzt sind wir tatsächlich im Gleis drin. Das würde ich, glaube mal so machen. Gut, jetzt sind wir hier aber eingleisig. Das wollen wir natürlich auch nicht. Dann gucken wir mal, wie wir das hier zweigleisig hinkriegen. Wenn wir hier rausgehen. Scheint auch zu klappen. Oder machst du hier was Komisches? Es sieht irgendwie ein bisschen schräg aus, das Ganze. Ich muss mal gucken, wenn wir das so machen.
Ja, das würde funktionieren. Jetzt brauchen wir hier ja eigentlich nur noch Kollege Weiche. Ja, das klappt. Sehr schön. So, das wird... Ja, das wird nicht nur. Das ist ja schon eine brückenreiche Stadt. Oh lala, aber ob das hier geht? Es geht. Moment. Das müssen wir einfach in kleinen Schritten bauen. Und es ging sogar, ohne dass wir irgendwie noch ein Gebäude verloren haben. Das ist natürlich auch eine sehr gute Neuigkeit. Das ist parallel, das ist bestens. Dachte gerade, dass das nicht stimmt, aber das stimmt natürlich. So, und jetzt gibt es hier nochmal eine Konstruktion mit dem Damm. Das sieht dann natürlich auch wieder nett aus. So ein breiter Damm, der hier immer tiefer runter geht. Und dann hier rüber geht, wenn er kann. Er kann. Da machen wir hier die Kurve. So. Vielleicht wäre es ja schon interessant gewesen, da irgendwie die erste Variante zu machen, dass wir eben über die andere Brücke rübergehen. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich dann plötzlich gedacht, das wird irgendwie zu komisch. Weiß auch nicht. Ah ja, schau an, jetzt sind wir mal wieder auf der falschen Seite. Aber das ist natürlich tatsächlich kein Problem. Das werden wir schnell korrigiert haben. Wir wollen hier rein. Und hier wollen wir hier vorne rein. Und schon stimmt. Jetzt bräuchten wir hier noch eine Weiche hier unten. Gerne eine X-Weiche, falls das funktioniert. Werden wir gleich wissen. Ja, da nicht. Moment, kappen. So, hier rüber und geht nicht. Kein Problem. Oldschool-Weiche. Zack. Und hier oben haben wir ja die Weiche schon. Das passt auch. Soll ich hier vielleicht mal noch kurz mit Kollege Wischmob was anstellen? Wir machen mal ein bisschen kleiner. Ja, dann kriegen wir ein bisschen dieses Weiße raus. Das ist gar nicht so schlecht. Und hier... Wobei, das Weiß ist auch nicht so schlecht. Das sieht natürlich aus wie Fels. Wie ein Felsen. Schön. Gut. Signale. Ne, Linie. Wir machen zuerst mal die Linie und dann machen wir die Signale. Das wäre dann hier neue Linie. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich hier den Bahnhof tatsächlich erwische und nicht die LKW-Ladestation. Hier runter. Was haben wir für eine Farbe? Ja, die lassen wir jetzt mal. Für die Strecke können wir die nehmen. Dann ist die Farbe durch. Dann haben wir bei der nächsten Linie wieder eine vernünftige. Also, das wäre Güter. Ja, Güter ist klar. Was transportieren wir denn? Waren. Dann wäre das Waren. Für, ja, Ehrenberg. Waren Ehrenberg. Ganz einfach. Okay, ist natürlich noch eingleisig, weil eben die Signale noch fehlen. Die werden wir jetzt noch installieren. So, zack. Nehmen wir dich. Dann bräuchten wir einmal ein Signal vor der Weiche. Das wäre dann hier. Dann bräuchten wir ein Gegensignal. Das machen wir mal hier. Und dann kommen die Blöcke. Das werden nicht wahnsinnig viele Züge. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich zwei. Jetzt muss ich nur gucken, ist hier das Gleis irgendwie... Das ist nicht im Damm drin, aber es ist so weit drin, dass ich hier fast das Signal nicht hinkriege. Das steht dann im Prinzip hier fast schon drin. Naja, das ist egal. Das darf das Signal eigentlich machen. Das lassen wir durchaus zu. So, wo bist du? Da vorne. Dann haben wir hier dieses Signal. Dann hätten wir hier einen Block. Und dann machen wir hier auf der Brücke mal nochmal einen Block. Für alle Fälle. Und dann gibt das hier vorne sozusagen die Einfahrt. Und hier nochmal ein Gegensignal. Sagen wir mal auf der Höhe. Gut, hätten wir auch. Was haben wir hier für ein Problemchen? Ja, unser Sägewerk. Wenn das nicht blinkt, ist was nicht in Ordnung. Gut, funktioniert. Wir haben ein Depot, glaube ich, hier unten. Ja, genau in die falsche Richtung. Wenn wir jetzt das Depot so gemacht hätten wie immer, nämlich dass wir hier hinten auch eine Ausfahrt haben. Kann ich das noch ändern? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Zweite Ausfahrt. Aha, sehr schön. Anwenden. Vielleicht hätte ich noch speichern können, aber man sieht ja, funktioniert. Gut, jetzt bräuchte ich, wenn ich hier einen Zug kaufe, natürlich noch ein Gleis da rein. Und ich bräuchte vor allem dann noch die Ansicht vom Depot, damit wir das richtige Depot verwenden. Ne, da brauchen wir kein schnelles Gleis. Das machen wir mal so. Irgendwie hier unten durch. Mal gucken, wo es funktioniert. Ist da ein Pfeiler? Da ist ein Pfeiler im Weg. Okay, wenn wir dich oder hier durchziehen, dann haben wir ein bisschen Weg, das ist in Ordnung. Machen wir hier eine Kurve, dann sind wir den anderen Gleisen schon mal nicht im Weg. So, und jetzt hier rein, wieder zurück, wäre natürlich auch eine Idee. Dann haben wir hier so einen richtig schönen Kreis außenrum. Oder sollen wir in die andere Fahrtrichtung? Ich gucke mal, ob das geht.
Ja, das möchte nicht. Nein, das Spiel ist da wieder... Ja, und hier unten ist natürlich die Weiche, das können wir vergessen. Gut, ist aber auch egal, weil dann gehen wir einfach hier rein. Wenn es funktioniert. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Gekauft. Wunderbar. Machen wir doch hier glatt noch kurz ein schönes Signal hin, ein ganz altes. So, dann kaufen wir die Züge. Da werde ich jetzt aber doch kurz speichern. Beim Depot habe ich es verpennt. Weil das ist auch nicht ungefährlich, wenn man so etwas ja, nochmal ändert, also Größe oder Länge oder und so weiter. Das kann gut sein, dass das ein Problem gibt und dann ist natürlich der Spielstand weg, wenn man nicht gespeichert hat. Züge kaufen. Ich habe gesagt, irgendwie was Rangiermäßiges. Das würde ich jetzt gerne umsetzen. Lokomotiven. Ich fange mal hier unten an, dann sind wir mal woanders, weil sonst habe ich immer oben angefangen. Jetzt gucken wir mal von hier her kommend. Da, die Sonata, die haben wir, glaube ich, auch schon. Aber ja, eben, das ist halt wieder das Thema. Was haben wir noch nicht? Ich wüsste es nicht, die Butler haben wir mit Sicherheit. Den haben wir doch noch nicht. Was bist du für eine Rangierlokomotive? 60 km/h, das wäre dann eher was Gemütliches. Warum nicht die? Die BRV 60 ist das, okay, in Doppeltraktion. Einmal, zweimal. So, haben wir so, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Also mir kommt der Zug nicht bekannt vor, zumindest nicht mit der Lackierung. Jetzt Wagen. Da ist ausnahmsweise mal egal, wie schnell die sind, weil wenn die Lokomotive nur 60 macht, dann ist das tatsächlich komplett egal. Aber man sollte dann schon bei den Güterwagen gucken. Nehmen wir doch sowas Altes, was wir irgendwie schon Ewigkeiten hier haben und nie benutzt haben. Ja, wir haben hier nur nirgends Waren bei diesen Wagen leider. Schade eigentlich, hätten wir die tatsächlich mal verwenden können, aber ja, wenn wir halt keine Waren damit verschiffen können, dann können wir nicht. Auch nicht, schade, schade. Okay, weiter unten gucken, mit denen geht's, ist klar. Da haben wir schon Zugkomposition gemacht mit den Wagen. Ja, die ganzen Kesselwagen, die bringen uns nicht viel. Wie sieht es mit euch aus? Ich glaube, die sind leer, diese Containerwagen. Das ist aber eigentlich egal. Weil im Prinzip sollten wir hier ja schon Waren bekommen. Sollen wir die mal nehmen? Wir nehmen die mal. Hier gleich mal einstellen, Waren. Okay, wie lang sollte der Zug sein? Ich würde mal sagen, nicht übertrieben, aber 150, 160 darf er sein. Dann machen wir hier zwei Züge draus. Oder wir machen drei, die sind zu langsam, das dürfen auch drei sein. Und dann hätten wir hier nicht Food für Ehrenberg. Muss mal ein bisschen raus. Da, Waren Ehrenberg. Aha, kann nicht gefunden werden. Ich glaube, ich habe genau den Fehler gemacht, den ich vorher angesprochen habe. Ich habe nämlich jetzt wieder das falsche Depot erwischt. Weil man muss genau auf das richtige Depot klicken, wenn das zwei Ausfahrten sind. Moment. Ich brauche hier oben die Beschilderung. So, das ist das Depot und das ist leer. Das ist schon mal schlecht. Und da, in dem Depot sind sie drin. Okay. Man könnte es folgendermaßen machen. Entweder man verkauft die oder man macht folgendes. Nämlich ganz einfach. Dann haben wir hier auch nochmal ein paar Gleise zusätzlich. Wir gehen hier raus. Bist du eine Autobahn? Nein, du bist aber eine Straße. Wir machen hier eine Güterzugbrücke. Gehen hier rauf. Machen das Ganze hier aber eher ein bisschen hochtrabender. Ja, geht leider nicht. So, hier rüber. Und irgendwie hier ins Gleis rein. Oder hier oben ins Gleis rein. Das müsste doch auch klappen. Wie sieht das aus? Gar nicht schlecht. Okay, ist jetzt natürlich ganz wagemutig das Ganze. Aber das funktioniert natürlich auch. Haben wir einfach einen langen Weg aus dem Depot raus. Das ist egal. Dafür haben wir die Züge noch. Da muss ich die nicht nochmal kaufen. Waren Ehrenberg. Da kommen sie schon. Gut, jetzt ist der Weg im Prinzip zum Gleis. Fast weiter wie der Weg von hier nach Ehrenberg rauf. Wir müssen dann noch kurz gucken. Lass mich das doch ganz schnell schauen. Haben die denn hier in Ehrenberg LKWs, die Lebensmittel transportieren? Gewerbe, okay. Und die Lebensmittel müssen ins Gewerbe. Perfekt. Lebensmittel, die Waren. Okay, dann haben wir die LKWs, dann können wir das lassen. Lassen wir wieder laufen. Und dann werden wir hier natürlich noch mitfahren. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen Geduld haben. Das sind erstens keine Schnellzüge, aber schöne Lokomotiven. Erstens keine Schnellzüge. Oh, die sind beladen. Und zweitens ist es natürlich einfach ein weiter Weg.
Wenn wir hier noch Signale machen, wisst ihr was? Dann kann nämlich der zweite Zug auch schon raus. Falsch gedreht. So, einmal hier, weil hier haben wir definitiv keinen Gegenverkehr. So, machen wir so. Weil dann fahren wir mit dem zweiten Zug, damit wir den vielleicht sogar noch sehen, wenn er zurückkommt. Kannst du schon fahren? Jawohl. Sind das 60 km/h? Okay, wie schnell sind eigentlich die? Auch 60. Das müsste das gleiche Tempo sein. Ja, ist noch ein bisschen langsamer. Er muss natürlich auch ein paar Wagen mehr ziehen. So, dann warten wir, bis der rauskommt. Der kommt auch schon. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen hier mal ein. Oh nein, come on. Oh nein. Die Kamera auf der falschen Seite. Na, das ist ja auch schön. Ist ein schönes Bild, gebe ich zu. Sieht sogar cool aus, wenn man in der Kurve fährt. Ist aber irgendwie... Ja, schade, ich möchte die Strecke natürlich in dem Sinn schon noch richtig sehen. Haben wir hier noch einen Zug drin? Nein, ich brauche den dritten Zug. Dann könnten wir da die Lokomotiven drehen. Da gibt es eine andere Version, die in die andere Richtung guckt. So, du musst nochmal drehen und hier nochmal ins Depot. Moment, ist er drin? Oder was kam jetzt da für eine Meldung? Weg zum Depot kann nicht gefunden werden. Wo fährst du denn hin? Ach, der fährt jetzt hinten raus. Sehe ich das richtig? Möchte der jetzt hier raus? Tatsächlich. Nein, nein, nein. Musste nicht. Sondern ins Depot musste. So, jetzt klappt's. Gut. Züge kaufen. Jetzt muss ich schauen, dass ich das Teil schnell finde. Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Jetzt haben wir hier eine Meldung. Das ist das Sägewerk. Okay, ich glaube, ich bin schon wieder am falschen Depot. Moment. Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt der Zug hingekommen? Come on, nicht, dass er jetzt wieder hier vorne rausfährt. Habe ich ihn verkauft? Ich habe da eigentlich nur geklickt, dass er hier rein soll. Ist ja interessant. Man lasse mich mal schnell die Linien betrachten. Moment, hier oben. So, wo ist diese Linie? Die ist. Weit, weit weg. Hier ist sie. Ach, ich habe den verkauft, aber ich dachte, ich hätte nur auf Depot geklickt. Naja gut, dann machen wir den nochmal kurz. Ist jetzt egal, Oberring kaufen, in welchem Depot. So, wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Und jetzt müssen wir die rückwärts fahrende Lokomotive erwischen. Was mache ich denn hier? Moment, elektrisch. Was war das? Waren das Diesel? Ich meine nochmal alle, ist einfacher. So, und jetzt hier ganz runter. Und gucken, gucken, gucken. Irgendwann müssten sie kommen. Rangier, Rangier, Rangier. Jetzt kommen sie überhaupt nicht mehr. Hallo, V60. Ihr müsstet ja eigentlich auffallen. Also man müsste euch relativ gut sehen. Jetzt sind hier noch die ganzen... Triebwagen natürlich noch dabei. Nein, das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Ich nehme gleich eine andere Lokomotive. Ich möchte einfach die Strecke noch schnell sehen und natürlich auch zeigen. Panzer, Panzer haben wir hier. Ich sag mal, was mache ich denn bei alle, damit wir die ganzen Wagen auch noch haben? Ja, ja, ihr merkt, ich bin, da sind sie doch. Ich bin leider fürchterlich in Eile. Das ist das Problem. Ich darf nachher schon wieder zum Zahnarzt. Es ist zum Heulen. So, jetzt aber einmal die rückwärtige. Ich hoffe mal, das ist die richtige. Dass wir da noch eine Cam haben. Dann Wagen. Güter. So, und ich habe mir vorher eben gerade überlegt, was der heute macht. Und ja. Deswegen habe ich da ein bisschen durcheinander bekommen. Weil ich mir so für mich alleine dachte, das muss doch einfach nicht sein. Ja, Weisheitszahn ziehen. Gibt Schöneres. Aber mein Gott, muss das auch sein. So, jetzt sind wir aber nicht beim Zahnarzt, Herr Heisenberg. Jetzt sind wir hier. Wo waren denn jetzt die Wagen, die wir da verwendet haben? Nach den Kesselwagen waren die. Da sind sie. So, einstellen auf Waren. Nein, nicht auf Nahrung, auf Waren. Jetzt. Nee, doch. Ja. So, machen wir nochmal die 160 Meter. Und jetzt hoffe ich doch schwer, dass wir jetzt eine Kamera haben, die in die richtige Richtung guckt, wenn die Züge sozusagen in die falsche Richtung fahren. Wo kommst du raus, Kollege? Hier oben. Ich meine zwar mehr, aus welcher Richtung kommen. Da ist das Tor offen. Okay, alles klar. So, jetzt bin ich gespannt.
Ja, die Richtung stimmt und wenn wir jetzt hier reinsitzen, jawohl, jetzt passt's. Gut, aber einmal die Lokomotive drehen, dann funktioniert das schon. So, und die Fahrt machen wir jetzt noch. Wir sind über die Zeit, das sehe ich, aber ja, jetzt haben wir die Strecke gebaut. Jetzt wollen wir natürlich auch noch kurz mitfahren. Ist ja eh nicht weit. Und das mit der Autobahn, also mit der fehlenden, in Köln und in Birkenhügel und Wien, das werden wir in der nächsten Folge dann angehen. Das ist ja keine Riesenarbeit mehr. Ich möchte dann sowieso natürlich in der nächsten Folge noch gucken, wie es mit dem Besuchermagneten aussieht, da in der Ecke oben. Ob da jetzt was passiert ist, ob wir das so machen dann mit dem Besuchermagneten oder ob wir da nochmal testen müssen, wie da eine vernünftige Menge an Autos kommt, ohne dass uns die Performance flöten geht. Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil das wird sonst zu knapp. Und ich möchte nicht zu spät zum Zahnarzt kommen. Wer möchte das schon? Eigentlich wäre es mir egal, wenn ich gar nicht gehen würde, aber ja, man muss es halt machen. Was soll's? Es ist, wie es ist. Boah, es sieht aber cool aus da mit der Brücke links. Ich meine, das Schöne ist, die Entschädigung sozusagen. Dann ist der blöde Zahn raus nachher und am Abend kann ich dann nochmal ein bisschen spielen. Mal gucken, ob ich nochmal was aufnehmen kann. Ich glaube, da braucht man dann tatsächlich ein, zwei Tage Zeit, bis man wieder vernünftig reden kann. Ah, schön, da kommt der Kollege entgegen. Jetzt sind wir ja auf der regulären Strecke. Das davor war tatsächlich nur die Fahrt aus dem Depot raus. Ich glaube, wenn wir da das Ganze noch so gebaut hätten, dass wir da oben noch über die Brücke rübergehen und mit einer Schlaufe wieder rein, dann wäre das irgendwo die spektakulärste Strecke, die wir je gebaut haben. Für die Kürze, die wir haben, weil alleine das Depot, diese Zufahrt, die da außen rum führt, ich meine, die ist ja auch nicht, ja, wie soll ich sagen, normal. Im Sinne von, dass man das meistens so macht. Und das hier ist sicher eher eine enge Geschichte. Das sieht man, rechts guckt sogar der Damm ein bisschen, also man kann in den Damm reingucken. Aber von der Optik her finde ich das sehr schön, gefällt mir. Dass hier die Züge runterfahren, ein bisschen Höhe verlieren im Gegensatz zu den Hybriden und ICEs, die hier langdüsen. Das ist schon okay. So, jetzt geht es da über die Brücke rüber, übers Städtchen rüber im Prinzip. Konstant mit 60 km/h. Da lässt er sich gar nichts nehmen. Aber das ist natürlich auch ja noch leer, das ganze Gefährt. Aha, und so sieht es dann eben aus, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist. Schon ein Hammerzug, dieser Hybrid, das ist schon auch einer der schönsten Züge, die es gibt. Muss ich schon sagen. Aber auch der IC, ich werde ja immer mal wieder gefragt, welches mein Lieblingszug ist. Das ist halt schwierig zu sagen. Das ist fast ein bisschen, wie wenn man mich fragen würde, welches ist mein Lieblingskind? Also ich habe nur eins, aber wenn man das jetzt fragen würde, wenn ich mehrere hätte. Man kann es unschwer, oder man kann es tatsächlich nur schwer beantworten. So, über die Brücke wären wir. Jetzt sind wir hier auf unserem aufgeschütteten Bereich. Und jetzt geht es hier auf die Brücke und dann hinten in den Bahnhof rein. Da rechts sind schon die LKWs, die sich da noch den Berg hochkämpfen. Und die Brücke ist aber die schönste. Also von den Güterzugbrücken gefällt mir die mittlerweile tatsächlich mit Abstand am besten. Die ist so cool. Liegt vielleicht auch an der Farbe, ich weiß nicht. Dieses rostige, dieses alte, gebrauchte, finde ich halt schon nett. So, einmal hier außen rum. Jetzt haben wir gar nicht geguckt wegen dem Gleis. Das müssen wir noch machen. Sorry, wenn ich zu früh aussteige, aber das ist jetzt tatsächlich nicht unwichtig. Haben wir jetzt beide Linien hier drin? Jawohl. Können wir das nicht so lösen, dass die hier reingeht? Das müsste doch irgendwie zu machen sein. Aber wisst ihr was, liebe Freunde? Wir sind tatsächlich zu spät. Ich muss los. Wir gucken in der nächsten Folge, ob wir die andere Linie nicht hier reinkriegen. Das müsste theoretisch eigentlich zu schaffen sein. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.